Also, Nervensystem, Kapitel 9. Es wird ein schwieriges Kapitel, aber schauen Sie sich diese Videos mehrmals an und dann werden Sie das Ganze einfach verstehen. Probieren Sie es nicht in einmal, also in einem Durchgang alles zu kapieren, weil das ist praktisch unmöglich. Kennen wir Schritt für Schritt, das ist der Inhalt. Wir werden uns kurz über die Physiologie, dann die Anatomie und dann ein bisschen über Reflexe unterhalten. Und die Aufgaben des Nervensystems sind vier grundsätzliche Aufgaben, aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Wir haben in der letzten Kapitel über die Haut geredet und die haben ja eben diese Smiley Faces, eben diese Rezeptoren in der Subkutis. Und diese Rezeptoren, die sind nun verbunden mit einem Nerven. Und dieser Nerv leitet einen Impuls weiter, falls hier dieser Rezeptor gereizt wird. Also zum Beispiel, wenn wir hier die Haut berühren, dann wird dieser Rezeptor gereizt und dieser Rezeptor reizt dann die nächste Nervenzelle. Und diese Nervenzelle, die leitet dann die Information weiter ins Rückenmark und von dort dann weiter ins Gehirn. Und dieser Reiz wird dann dort verarbeitet, abgespeichert und eine adäquate Antwort wird generiert. Also zum Beispiel, wenn es hier etwas Unangenehmes ist, wenn es sehr, sehr kalt ist oder so, dann wollen wir ja nicht unbedingt die Haut die ganze Zeit dort lassen. Oder wenn wir extrem heiß haben, dann wollen wir eher in den Schatten. Und das generiert dann eine adäquate Antwort über eine andere Nervenfaser, dass wir zum Beispiel eine Muskelzuckung machen oder dass wir dann aus der Sonne in den Schatten gehen oder irgendeine Antwort auf diesen Reiz. Also es gibt vier Aufgaben des Nervensystems. Einmal mal die Sinneswahrnehmung, dass wir überhaupt merken, es ist zum Beispiel zu warm. Dann die Info wird dann ins Hirn geleitet. Das ist die zweite Aufgabe, einfach die Sinneswahrnehmung ins Hirn leiten und das nennt man auch. Das sind die afferenten Neurone, die das machen, afferent auf zum Gehirn zum Beispiel, kann man sich merken, auf zum Hirn. Und dann im Hirn wird das Ganze verarbeitet und abgespeichert und von dort wird dann eine adäquate Antwort generiert, die dann über sogenannte efferente Phasen, zum Beispiel eine Muskelzuckung verursachen oder eben uns veranlassen, in den Schatten zu gehen. Also es sind vier Sachen, die Sie sich merken müssen. Erstens mal Sinneswahrnehmung, Info ins Hirn leiten, Verarbeitung im Hirn und dann eine adäquate Antwort darauf. Jetzt das Ganze nochmals, eben eine Haut, Nervenzelle, welche ins Rückenmark projiziert, dann ins Hirn und dann eine adäquate Antwort über ein anderes Neuron. Voilà. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, wie funktioniert denn das Ganze hier mit diesen Neuronen? Wie funktionieren eigentlich diese Neuronen oder Nervenzellen? Also Neuron und Nervenzelle ist das Gleiche, aber wie funktionieren die? Wie bekommen die einen Impuls vom Hirn, damit sie eine Information leiten und schlussendlich eine Muskelzuckung verursachen? Da müssen wir uns ein paar grundsätzliche Konzepte erarbeiten. Und zwar, hier haben wir eine Nervenzelle. Und wie leitet nun ein Neuron Informationen? Und das ist eigentlich ganz banal, nämlich wie ein Stromkabel. Und ein Stromkabel lässt ja Strom hindurchfließen und das ist an sich das gleiche Prinzip. Also es gibt hier zum Beispiel eine positive Ladung, rot dargestellt, welches durch diese Nervenzelle hindurchwandert und dann einen Impuls weitergibt. Okay. Aber jetzt müssen wir uns ja vorstellen, das ist eine positive Ladung gewesen. Es braucht also auch eine negative Ladung, dass diese positive Ladung überhaupt angezogen wird. Also wenn diese Nervenzelle neutral wäre, würde diese positive Ladung gar nicht hier hindurchkommen. Also müssen wir die Zelle negativ machen. Negativ machen. Und wie geschieht das nun? Die Zelle hat im Anfangsstadium sehr, sehr viel. Also hier noch die Animation eben, damit das Ganze geht, brauchen wir eine positive Ladung von außen und eine negative Ladung, die in der Zelle vorherrscht, damit diese alle glücklich sind. Also, es hat im Anfangsstadium, damit die Zelle negativ wird, viel Kalium in der Zelle. Und dieses Kalium wird nun durch einen Mechanismus nach draußen gepumpt. Und wenn jetzt
Kalium, welches positiv geladen ist, die Zelle verlässt, dann wird die Umgebung eher positiv und die Zelle wird negativ, weil die positiven Ladungen hinausgeworfen werden. Somit wird das ganze Neuron jetzt negativ geladen. Und jetzt, wenn das Neuron negativ geladen ist, dann nennt man das auch das Ruhemembranpotential. Das bedeutet einfach, dass das Ruhemembranpotential, das ist negativ, minus 70 Millivolt. Also, Ruhemembranpotential entsteht durch Kaliumausstrom aus der Zelle, damit die Zelle dann negativ wird. Und das Ruhemembranpotential in einer Nervenzelle ist minus 70 Millivolt. Dann, jetzt, wann leitet die Zelle einen Impuls weiter? Wann weiß die Zelle, dass sie jetzt Strom hindurch fließen lassen soll? Und jetzt haben wir hier ein Bild, das wäre unser altes Neuron, welches hier einfach die Fortsetzung macht. Und hier oben haben wir ein weiteres Neuron. Und hier sehen Sie, dass dieses Neuron irgendwie in Kontakt steht mit unserem alten Neuron. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass dieses alte Neuron wurde jetzt schon vorher aktiviert. Wir gehen jetzt nicht darauf ein, wie es aktiviert wurde, sondern es wurde einfach mal aktiviert, zum Beispiel vom Hirn. Und es kommt nun eine positive Ladung, wie wir vorher gesehen haben, fließt jetzt durch dieses erste Neuron hindurch. Und diese positive Ladung, das ist Natrium. Dieses Natrium fließt nun nach unten, bis ganz nach unten und macht hier diesen ganzen Raum positiv. Und wenn das Ganze hier positiv ist, gibt es hier an dieser Membran hier gibt es sehr viele Kanäle, nämlich Calciumkanäle. Und diese Calciumkanäle gehen auf, wenn die Umgebung hier positiv wird, also wenn ein positives Kation hier nach unten kommt. Jetzt werden Calciumkanäle geöffnet und Calcium strömt ein, weil es mehr Calcium extrazellulär hat als intrazellulär, also fließt es hier hinein. Und dieses Calcium verursacht nun, dass diese Vesikel oder diese Bällchen mit diesen Dreieckchen drin, mit also ihr Inhalt abgeben an die Umgebung. Also das macht jetzt diese Dreieckchen, die sind jetzt frei, dank dem Calcium. Dieses Calcium lässt den Inhalt entleeren. Und diese Dreieckchen, die binden nun hier an diese verschiedenen Kanälchen, nochmals Kanälchen. Hier zum Beispiel bindet ein Dreieckchen an dieses Kanälchen und öffnet ihn. Also wir haben zwei Mechanismen. Einmal das Calcium, welches geöffnet wird durch eine positive Ladung hier. Voilà. Und dann gibt es einen zweiten Mechanismus, eben diese Dreieckchen, die da dran binden. Das hat nichts mehr zu tun mit der Ladung, sondern es bindet etwas dran wie ein Schlüssel und macht dieses Türchen auf. Und wenn dieses Türchen auf ist, dann kann Natrium hineinfließen. Und dieses Natrium fließt nun durch diese ganze Zelle hindurch. Und das Gleiche passiert eigentlich wiederum hier unten. Wenn dieses positive Teilchen hier unten ankommt, dann macht es Calciumkanäle auf. Und diese Calciumkanäle lassen Calciumionen hinein und machen dann, dass diese Vesikel hier sich entleeren und die Dreieckchen in den Spalt abgegeben werden, die können dran binden und wiederum neue Kanälchen öffnen. Also das ist alles eigentlich der gleiche Mechanismus. Und diese Dreieckchen, die nennt man auch Neurotransmitter, und dieser Spalt da, dieser ganze Spalt, nennt man Synapse. Und dann dieser Natriumdurchstrom, also den wir gesehen haben, dass dieses positive Kation, welches hier hindurch geflossen ist, das nennt man ein Aktionspotential. Also diese positive Ladung, die hier hindurch geflossen ist, nennt man Aktionspotential. Also, und dann im nächsten Video gehen wir dann noch ein bisschen weiter.